So, in diesem Video geht es darum, wie ich Daten von CAD-Modellen in einer Datenbank darstellen kann, wie ich diese Datenbank nutzen kann, um Abhängigkeiten zu finden. Speziell geht es um das Toponaming-Problem, was ja darin besteht, dass Flächen und Kanten Namen bekommen und dass bei der Bearbeitung eines Objektes diese Namen nicht stabil sind, sondern sich ändern können. Und wenn dann in Folgeschritten Referenzen auf Namen gemacht werden, kann es sein, dass durch Änderung von Details einfach das Objekt zerrissen wird, weil die Zuordnungen falsch angewendet werden. Ich benutze hier Neo4j. Ich habe hier mehrere Datenbanken. Toponaming ist eine Datenbank, die momentan leer ist. Null Nodes sind drin. Ich öffne die Oberfläche und die sieht erstmal so aus. Da kommen ein paar Begrüßungsbildschirme. Die brauchen wir alle nicht. Die Datenbank ist momentan leer. Ich habe als Daten hier eine Datei mit Grundobjekten. Ich habe jetzt mal eine Sphäre und zwar eine abgeschnittene genommen in diese Form. Zylinder, es gibt einen Cone, es gibt eine Box und mit der werden wir dann Pooch-Operation machen. Und das erste, was ich mache, ist, dass ich diese Baumstruktur mal rüber in die Datenbank bringe. Benutze ich die erste Methode, die heißt momentan noch T2. Dann passiert da jetzt irgendwas und wenn ich rüber in die Datenbank gehe, dann sehe ich, es taucht jetzt hier sieben Shapes tauchen auf und ich klicke einfach mal auf die Shapes drauf. Und dann sehe ich, diese Shapes sind da. Ich rufe den Skript hier noch ein zweites Mal auf. Und dann habe ich im zweiten Fall jetzt hier auch die Abhängigkeiten. Das heißt, ich gehe hier mal kurz rein. Wir haben jetzt hier eine Sphäre und einen Cone. So. Also wir sehen, aus einer Sphäre und einem Cone wird jetzt hier eine Fusion erzeugt. Aus einem Zylinder und der Fusion wird ein Cut erzeugt. Und man kann doch jetzt weitergehen, aus der Box und dem Cut wird ein zweiter Cut erzeugt. Ich ziehe das Modell jetzt mal so ein bisschen auseinander. Und jetzt ist die Frage, was ist jetzt die innere Struktur? Dazu nehmen wir einfach nochmal als nächstes die als Shape jetzt nur die Shape mit dem Namen Sphere. So, jetzt habe ich diese Sphere hier. Ich mache das Bild mal groß und wenn ich einen Doppelklick drauf mache, dann zeigt mir die Datenbank, welche Abhängigkeiten gibt. Und da gibt es momentan nur einen Zusammenhang. Die Sphäre wird in der Fusion verwendet. Jetzt gehe ich zurück in mein Modell und sage, jetzt möchte ich gern von der Sphäre die Detailsinformationen, also Ecken und Kanten, übertragen. Methode heißt jetzt mal T1. Jetzt sind die Daten drüben. Und ich mache erneut einen Doppelklick auf die Sphäre. Und dann sehe ich, was ist die Sphäre? Die Sphäre besteht aus einer Fläche, die heißt Sphäre. Das ist diese Orange hier. Sie besteht aus insgesamt drei Kreisteilen, zwei Planen, also zwei Ebenen. Und wir sehen auch, dass die beiden Ebenen durch Kreise begrenzt sind, während eben die sphärische Fläche durch drei Kreise begrenzt sind. Schauen wir uns das mal in Realität an. So, also wir haben jetzt hier, das ist die Sphärenfläche begrenzt durch einen Kreis, zweiten Kreis und dritten Kreis. Und das hier ist eine Plane und das hier auch. Also zwei Ebenen, die nur durch Kreise begrenzt sind. Gut, jetzt können wir das Gleiche machen für den Cone. Cone sieht so aus. Wir haben also auch eine konische Fläche. Wir haben zwei Kreise und wir haben hier drin auch eine Verbindung. Die ist diesmal allerdings kein Kreis, sondern eine Gerade. Also übernehme ich mal die Daten von T1 in die Datenbank und könnte jetzt mal hergehen und könnte sagen, okay, Fusion, was ist denn da noch dran? Bei der Fusion hängt hier
der Kon dran. Also schaue ich mir den Kon mal an. Der Kon besteht aus der konischen Fläche. Diese hängt an zwei Kreisen dran und einer geraden Linie, das hat man gesehen. Und dann haben wir noch die beiden Boden- und Deckfläche sind Ebenen und die sind durch einen Kreis begrenzt. So, das wären also die Strukturen, einmal die Struktur einer Sphäre und hier die Struktur eines Kegels. Dann haben wir die Fusion. Bei der Fusion, wenn ich hier draufklicke, da kommt momentan noch nichts. Also hier hatten wir den Cone ja noch gehabt. Ich mache jetzt auch Folgendes, dass ich jetzt hier rüber gehe und sage, wo ist die Fusion? Das wäre dieses Objekt. Und ich hole mir jetzt diese Fusion in die Datenbank. So, ist drin. Und mache jetzt hier einen Doppelklick drauf. Und dann habe ich folgendes Bild. Ich sehe, die Fusion hat hier einen Bestandteil Konus. Sie hat hier ein paar Kreise und irgendwelches andere Zeug. So, was jetzt wichtig ist, ist jetzt folgendes. Die Fusion und die Sphäre hängen zusammen, nämlich es gibt bei beiden hier eine sphärische Fläche. Das ist einmal diese Sphäre hier. Um nochmal zu suchen, das ist also jetzt das Stück, was wir jetzt in der Fusion außen gesehen haben. Das ist jetzt etwas weniger als vorher. Man sieht hier innen drin, da ist ein kleiner Unterschied. Das ist ein bisschen was schneidet der Kegel hier außen noch ab. Okay, und die anderen Strukturen. Und was wir jetzt hier sehen ist, dass wir hier eine Relation haben. Aus dieser sphärischen Fläche ist diese neue gemacht worden. Wir wissen auch, diese Sphäre hieß hier mal Phase 1 von der Sphäre und sie heißt wieder Phase 1 von der Fusion. Also in dem Fall hat durch die Namensgebung sich der Name nicht geändert, obwohl aus dieser Fläche jetzt eine leichte Modifikation geworden ist. Jetzt haben wir hier drüben auf der anderen Seite noch den Cone, die konische Fläche. Und dazu schauen wir uns nochmal an den Konus, den Kegel in seiner Reinkultur. Der sieht jetzt so aus. Und wir haben also jetzt hier diese Struktur liegen. Okay, so, jetzt mache ich das mal zu und sage, ich habe hier so eine Frage und die Frage sagt, zeige mir alle Shapes mit ihren Flächen an. Führen wir das mal aus. Da ist das Modell etwas leichter zu sehen. Wir haben wieder unsere Sphäre hier. Wir haben den Cone hier und wir haben die Fusion. Und was wir jetzt hier sehen, ist folgendes. Wir sehen von der Sphäre, die Sphärenfläche wird modifiziert in die Fusion übernommen. Vom Cone wird die Konusfläche, die Mantelfläche, modifiziert in die Fusion übernommen. Das heißt, diese beiden Flächen werden hier zurechtgeschnitten. Was wir weiter sehen ist, es gibt hier eine Ebene, die gehört einmal zur Sphäre dazu und sie gehört auch zur Fusion. Das heißt, diese Ebene wurde 1:1 übernommen, hat beides mal auch noch den Namen Phase 3. Ich zoome da mal kurz rein. Also diese heißt in beiden Fällen Phase 3. Was wir hier drüben haben, ist, es gibt eine Ebene, die wurde vom Cone in die Fusion übernommen. Die hieß beim Cone noch Phase 2 und heißt jetzt bei der Fusion Phase 4. Also hier haben wir eine Namensänderung. Auch hier unten haben wir der Cone, die Conefläche Phase 1 ist übernommen worden, modifiziert worden und heißt jetzt Phase 2. Also wir haben alle Fälle, die irgendwie denkbar sind, da. Dass Flächen übernommen werden und umbenannt werden, dass Flächen übernommen werden und nicht umbenannt werden, dass Flächen übernommen und modifiziert werden, dabei ihren Namen behalten und dass Flächen übernommen und modifiziert werden und ihren Namen ändern.
Was man auch noch sieht, ist jetzt hier diese Ebene von der Sphäre taucht in der Fusion nicht mehr auf. Das ist die Ebene, die innen liegt, und genauso beim Cone. Beim Cone haben wir auch oben die Spitze, die Ebene, die nicht mehr auftaucht. Also nochmal hier zur Veranschaulichung, ich blende die mal ein. Und da sehen wir diese Ebene hier innen drin, die fällt weg, und hier innen von der, diese Ebene von der Sphäre, die taucht in der Fusion nicht mehr auf. Die wird vom Kegel verschluckt. Gut, haben wir jetzt dieses Teil. Jetzt machen wir es einfach so. Jetzt gehen wir mal weiter. Und ich sage jetzt, ich hole mir jetzt den Zylinder und die Box. Die beiden hole ich mir jetzt auch rüber. So, gehen wir mal hier wieder rein und sagen, ich aktualisiere das mal. Hoppla. So, wir haben jetzt hier die Box und wir haben hier den Zylinder. Beim Zylinder haben wir eine Zylindermantelfläche, die beiden Deck- und Grundfläche, und bei der Box sehen wir jetzt hier, wir haben insgesamt 6 Flächen, und wir könnten jetzt mal späßleshalber schauen, diese Fläche, wenn ich hier nehme, sehe ich, ich habe hier 4 Kanten und hier habe ich auch 4 Kanten. Diese grauen Objekte, die sind eigentlich die wichtigsten, die benutze ich zur Identifizierung dieser einzelnen Objekte, oder mache ich dann noch später nochmal ein anderes Video dazu. So, wir haben also jetzt hier verschiedene Strukturen, Box, Zylinder mit ihren Details, was steckt hier drin? Und das andere haben wir jetzt hier schon besprochen. Und ich gehe wieder rüber ins CAD und sage, wir nehmen jetzt einfach mal diesen Cut und diesen Cut her und holen uns die beiden jetzt auch in die Datenbank. So, wiederholen wir das nochmal. Und jetzt haben wir sozusagen das große Bild, und das müssen wir jetzt ein bisschen auseinanderziehen. Also angefangen hat das Ganze ja mit der Fusion. Aus der Fusion gab es dann einen ersten Schnitt, das ist dieses Cut, und dann gab es den zweiten Schnitt. Bei dem zweiten Schnitt hing unten die Box dran. Bei dem ersten Schnitt, den wir hier haben, ich ziehe das erstmal rüber, bei der Fusion hängt der Cone und die Sphäre dran. Hier haben wir den ersten Schnitt und da hängt der Zylinder dran. So, in diesem großen Bild müssen wir jetzt alles ein bisschen auseinanderziehen. Wir sehen also zum Beispiel vom Cone. Der Cone taucht einmal auf als konische Fläche hier, wird dann beim Cut modifiziert. Das ist dann dieser hier. Und diese Fläche wird ein zweites Mal modifiziert, wenn es vom Cut zum Cut 01 geht. Das ist dieses Stück. Also das heißt, wir haben quasi, das ist der Vater, das ist der Sohn, das ist der Enkel. In dieser Reihenfolge setzt sich das fort. Wir haben beim Zylinder ein ähnliches Verhalten, das heißt, wir haben den ursprünglichen, die ursprüngliche Zylinderfläche, haben im Cut hier die erste Modifikation und dann von dort ausgehend hier die zweite Modifikation. So, ein ähnliches Spiel haben wir für die Kugel. Also hier ist die Kugel. Jetzt muss man erstmal sehen, das ist die ursprüngliche Kugelfläche. Das ist die Kugelfläche, wie sie bei der Fusion modifiziert worden ist. Das hier ist die Kugelfläche, wie sie beim Cut modifiziert worden ist. Und hier hinten haben wir die beiden Kugelflächen, wie sie beim zweiten Cut modifiziert worden sind. Also wir haben die Entwicklung von hier, geht es hier hin, hier weiter. Ich muss mir hier die Abfrage mal noch ein bisschen ändern, dass diese Pfeile auch diesen Weg angeben. Das ist ein bisschen Düftelei
Aber wenn man da mal eine Viertelstunde rumprobiert, hat man dann auch eine elegantere Abfrage. So, und wir sehen zum Beispiel jetzt auch hier ein Objekt. Diese Plane taucht hier im Cut 01, also im Endprodukt, auf und hat eine direkte Verbindung zum Cone. Das heißt, eine Grundfläche des Cone wird direkt in das Endprodukt übernommen. Um sich das nochmal anzuschauen, also das ist quasi diese Fläche. Diese Fläche vom Konus wandert bis zum Ende hindurch. Genauso gut wäre dann auch hier zu sagen, dass diese Kante von der Kugel durchwandert. Alles andere wird ja mehr oder weniger zerschnitten. Was auch geschnitten wird, sind zum Beispiel hier die Flächen von der Box. Also wir sehen hier immer, wie aus einer Boxfläche durch Schneiden eine Teilfläche entsteht. Das sind all diese Paare. Und hier haben wir zwei Flächen von der Box, die verloren gehen, die also im Endprodukt nicht mehr drin sind. So, und insgesamt hätten wir also jetzt dieses Bild. Das ist also die Geschichte, die jetzt da abläuft. In dem Datenmodell sind jetzt alle Informationen drin. Ich habe die jetzt einfach so mal besprochen. Die kann man natürlich auch numerisch ausrechnen. Schauen wir uns jetzt einfach am Ende mal an, was haben wir insgesamt. Das gesamte Datenmodell, ich gebe jetzt hier mal ein, keine Begrenzung. Machen wir uns das Späßle mal und dann sehen wir, das hier ist also die Gesamtstruktur dieses Objektes, Cut 001, was hier in der Mitte drin ist, wie es entstanden ist. Und das Entscheidende, und das zeige ich dann im nächsten Video, sind jetzt hier diese grauen Objekte, die eine Identifikation von Flächen möglich machen. Also zum Beispiel das hier sehe ich, an dem hier hängen Kegel dran, und bei denen muss man immer mal gucken, was hängt dort dran. Da hängen hier Hoppla. Da hängen hier Ebenen dran. Und genauso gut gibt es hier irgendeinen Marker für die Sphären. Also den ziehe ich mal hier raus. Und dann sehe ich, hier hängen die Kugelflächen dran. So, und das Entscheidende für mich ist für Topological Naming, dass wir diese Marker hier identifizieren und dass wir unser Namensmodell aufbauen, indem wir das als Grundname nehmen, um von dort aus diese Objekte hier nochmal weiter identifizieren. So, das mache ich aber dann im nächsten Video. Jetzt reicht's, denke ich, erstmal.